Hallo und grüß Gott, liebe Bike-Freunde. Ich möchte euch heute den Hammer der Woche präsentieren. Einen neuen Videofilm, und zwar von Eschenlohe zum Kogelsee und wieder zurück am 3. März 2021. Die Tour in der Übersicht, Start und Ziel: die Autobahnbrücke in Eschenlohe Richtung Ohlstadt, Schledorf, Kogel am See, Walchenseekraftwerk, dann eine Mittagspause und dann der Rückweg durch unwegsamen Gelände wieder nach Ohlstadt und Eschenlohe. Wie man im Film dann sieht, war für Michael und mich vor allen Dingen der Rückweg äußerst anstrengend. Wir hatten weiter oben dann mit Altschnee zu kämpfen, wo das Fahrradfahren fast unmöglich war, weil das ja auch ein richtig weicher Schnee war, und dann Morasssteilheit. Wir mussten das Fahrrad oft schieben, was bei dem Gewicht von 27 Kilo natürlich schon eine Kraftanstrengung war. Also heute noch einmal um diese Jahreszeit würde ich diese Tour nicht mehr fahren. Im Sommer, wenn alles trocken ist, schaut die Welt dann schon anders aus. Wir sind an diesem Tag ja nur gefahren, weil alle Wetterberichte uns für den Tag in diesem Alpengebiet 11 Stunden Sonnenschein versprochen hatten. Und keine einzige Stunde schien die Sonne. Es war also immer wolkig und bedeckt. Gleich im nächsten Foto sehe ich ja noch entspannt aus und zufrieden, was sich während der Tour dann schon geändert hat. Ja, 9.40 Uhr, Eschenlohe unter der Brücke, Fahrrad herrichten, kalt, 6-7 Grad, ich hoffe, das wird wärmer, laut Wetterbericht, soll es 11 Stunden Sonne geben. Bis jetzt haben wir keine Sonne. Na gut, wir schauen. So, 10 vor 10. Also von 10 Uhr. Ist ja kalt, frisch noch mit Sturmhaube. Jetzt fahren wir wohin? Im Hintergrund das Estegebirge mit der hohen Kiste, dieser eckige Felsblock. Da war ich mit Michael am 18. Juli letzten Jahres dort oben.
11.22 Uhr. Am Kogelsee. Fährt beim Schlafen. Ist gut. Fährt beim Stehen. Auch gut. Hier sehen wir das Schlehdorfer Kloster. Die Loisach bei Schlehdorf fließt jetzt in den Kogelsee. Wir stehen auf der Brücke und gucken zu, wie die Loisach aus dem Kogelsee fließt. Jetzt fahren wir zum Waldenseekraftwerk und machen eine Pause. Viele Autos unterwegs. Ja. Die Sonne kommt ein bisschen raus, aber noch nicht viel. Ja, schauen wir mal, vielleicht wird es ein bisschen wärmer. Gut. Links das Gebäude, das ist das Thermalsolebad Trimini am Kogelsee. Was wären das für schöne Aufnahmen gewesen bei wolkenlosen, weiß-blauen, klaren Himmel. Aber na gut, kann man nichts machen. Geradeaus müsste der Herzogstand sein, schneebedeckt. Ja. Links das kleine Kreuz. Hier sieht man wahrscheinlich Anfänge beim Klettern, beim Kletterüben, den Einstieg. Ja gut, kein Meister ist vom Himmel gefallen, aber einige schon aus der Felswand. Ja. Hau ruck, hau ruck. Ob das noch was wird heute, das habe ich in meiner langjährigen Gebirgsjägerlaufbahn auch noch nie gesehen. Dass jemand so in den Fels einsteigen will. Na ja, gut. Wahrscheinlich halt Anfänger wie vermutet. Ja, okay. Wir sind hier am Wallingsee-Kraftwerk auf der Ebene von Kogelsee. Das ist das technisch berühmteste Hochdruckspeicherkraftwerk Deutschlands aus dem Jahre 1924. Es gibt 6 lange Rohrbahnen mit 6 Druckrohren, wie man hier sieht. Der Höhenunterschied vom Wallingsee runter zum Kogelsee beträgt etwa 180 Meter und das Krafthaus besitzt 8 Turbinen. Es gibt auch ein Besucherzentrum mit interessanten Ausstellungselementen. Man kann sich da anmelden. Thank you.
kommt dann jetzt die große Gang rein. Ja, 12.45 Uhr, 27,6 Kilometer, Mittagspause beendet. Jetzt geht es wieder zurück. Jetzt wird es schwieriger, habe ich gehört. Und vielleicht teilweise ein bisschen schieben. Aber schauen wir mal. Grobe Richtung Ohlstadt und dann wieder Eschenlohe. Parkplatz, aber jetzt durch den Wald, hoch und tief. Naja, Batterie haben wir noch genügend Strom, Windkraft aus Pfaffenhofen haben wir noch genügend. Ne? Also, da haben wir gesagt, 12:45, na gut. Hier beginnt der gefährlichste Abschnitt der Strecke, der Tour, denn es ist teilweise so schmal und eng und schlecht gesichert, sodass bei einer falschen Bewegung ein Schlenkerer, sagt man mal, mit dem Lenker, das runtergeht zum Kogelsee zum Baden. Aber wir haben keine Badehose dabei und der See ist auch zu kalt. Spaß beiseite, also man muss hier schon ziemlich aufpassen. Deswegen haben wir auch bei den schwierigsten Passagen unser Bike geschoben. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten und keine Profis, ja, aber man sieht dann schon, dass das schon sehr gefährlich ist teilweise. Ja, und auch die schlechte Absicherung. Ruckzuck wird die durchbrochen und wir wären unten vielleicht 10, 15 Meter im Kogelsee. Das wollen wir auch nicht. Hier gleich rechts auf den Felsen ist eine Aussichtsplattform mit einem Kreuz. Da sind wir jetzt einmal kurz hochgegangen und haben ein bisschen geguckt und ein paar Aufnahmen gemacht. Wir haben uns heute früh beim Start zur Tour entschlossen, die Schutzbleche an die Fahrräder, an die Bikes anzubringen. Denn um diese Jahreszeit ist ja noch zu erwarten, dass unterwegs noch Nässe ist, Schlamm ist, Barz ist. Und wir wollen ja nicht unbedingt, dass wir unsere Hosen und Jacken hinten besudeln lassen. Und im Sommer, wenn dann alles trocken ist, sind natürlich die Schutzbleche weg. Ein Bike, ein Mountainbike fährt man natürlich nicht mit Schutzbleche. Aber wir machen da ab und zu mal eine Ausnahme, Michael und ich. So, entlang vom Kogelsee links, wo die Felswand ist. Da muss jetzt der Radlweg gehen oder der Fußgängerweg. Da müssen wir jetzt entlang fahren. Aha, ja gut, schauen wir mal.
Im Sommer bei schönem Wetter, wenn alles trocken ist und viele Wanderer unterwegs sind, ist natürlich hier schwierig mit dem Bike zu fahren. Denn das ist ja dann so eng, wie man sieht, man kann sich da gegenseitig nicht ausweichen. Also das wäre natürlich auch nicht gut. Auch unter der Woche wäre es vielleicht noch besser wie am Wochenende. Ja, aber das ist ja dann grenzwertig. Muss man immer dann schauen, ob viel unterwegs ist, wenn man im Sommer hier fahren will. Ja, sonst stören wir sich ja gegenseitig, die Biker und die Wanderer. Hier könnte man schon auch langsam runterfahren mit dem Bike. Dafür ist es ja auch da. Aber wie gesagt, rechts ist keine Absicherung. Wenn man mal da irgendwie unachtsam ist, dann ist man halt im Kogelsee. Wenn jetzt da rechts eine Wiese wäre oder es wäre ein leicht ansteigender Hang, dann könnte man schon runterfahren. Aber unter diesen Umständen wie hier, dieses Drahtseil, das wäre natürlich sofort weggekippt, wenn wir uns hier dann auf die Seite hätten legen müssen. Deswegen sind wir also auch da runter, haben wir das Fahrrad da runter geschoben. Ja, ist ganz klar. Sicherheit geht vor.
Ja, ganz schöne Steigung jetzt drin. Dritter, vierter Gang, hinten höchstes Blatt. Geht's noch auf den Berg. Da bestimmt 15% Steigung, wenn es reicht. Jetzt haben wir Anker halten und machen nochmal ein schönes Video. Sonne ist noch keine da, also weiß-blauer Himmel noch nicht, aber es ist wenigstens angenehm. Nicht so kalt, nicht so warm. Da kommt man in den Wegen auf, wo es von Schlehdorf nach Holstock geht. Genau, genau. Da, ja, dann mache ich halt den. Also, wenn du Ohlstadt runter kommst, dann fährst du Ohlstadt dann rechts Richtung Schlehdorf hinten, ja, aus. Ja, das weiß ich schon. Genau. Das kenne ich. Weil ich wollte bloß die kurze Strecke fahren. Aber macht nichts. Das ist ziemlich weit, ja, jetzt nicht mehr. So, der zweite schwierige Abschnitt beginnt jetzt. Zuerst fahren wir mal einige hundert Meter bergab. Aber dann geht es wieder bergauf. Steile Vorstraßen, das ist nicht das Problem. Aber dann abseits der Vorstraßen Schnee, alter Schnee, weich. Dann auch tiefe Spuren von den Traktoren, vom Bulldog, wie man in Bayern sagt, die Holz machen. Ja, und das hat uns an die Kräfte schon gezehrt mit dem Schieben. Jetzt kommen die ersten Schneereste. 14:10 Uhr. Natürlich der ganze Sulz von dem Schnee macht ein Lenken unmöglich und auch das Antriebsrad hinten drehte durch. Ja, also da war ein Fahren nicht möglich. Man musste da wirklich dann schieben. Ja. Drüben geht es auf. Ja, das ist lustig. Ja, voll durch nochmal auf. Nicht, dass wir in die Quere kommen. Ja. Wenn wir nicht schieben müssen, wenn das Schnee vorbei ist. Hier bringt nichts. Bringt nichts. Hier muss ich schon mal sagen, Gott sei Dank hat mein Fahrrad mein Bike eine Schiebehilfe. Da muss ich permanent auf den Schalthebel drücken und dann drehen sich die Pedale mit. Aber es unterstützt natürlich dann das Schieben. Aber wenn man mit dem Zeigefinger ein bisschen ruckt oder ein bisschen mit der Kraft nachlässt, dann ist die Schiebehilfe sofort wieder ausgeschaltet. Da muss man wieder einschalten. Es dauert wieder ewig lang, bis sich das dann wieder einschaltet. Geflucht habe ich und geschimpft habe ich. Ich bin dann am Montag zum Radhändler und habe gefragt, ob man da was ändern kann. Wir haben da was geändert, ein anderes Display und einen anderen kleinen Computer mit einem separaten Drücker für die Schiebehilfe. Muss ich mal schauen beim Ausprobieren bei der nächsten Tour, ob es funktioniert. Aber ich möchte natürlich nicht mehr so häufig schieben wie heute, beziehungsweise bei dieser Tour. War schon extrem. Aber man konnte ja nicht wissen, dass da noch so viel alter Sulzschnee liegt. Ja, jetzt wissen wir es. Eine weitere Schwierigkeit ist es, wenn man mal absteigen muss an eine Steigung. Vor allen Dingen, wenn der Untergrund nicht fest ist oder einigermaßen fest ist. Dann ist es sehr schwer, auch mit dem Elektrobike wieder anzufahren. Man kann praktisch nicht in der Steilheit anfahren, sondern quer zum Hang. Und da muss man immer schauen, mit welcher Unterstützung fährt man an, wo ist die Kette, auf welchen Kranz hinten drauf. Das ist gar nicht so einfach. Ja, dann, wenn man zu schnell anfällt, noch etwas, was weiß ich was, kippt das Fahrrad vorne hoch. Also anfahren am Berg auf so eine Tour ist äußerst schwierig.
Ja, Eck wie am Arsch. So steil. Geröll haben wir raufgeschoben. Aber ich glaube, jetzt geht es einigermaßen viel besser. Ich bin froh, dass es nicht so warm ist. Ja. Aber das, was jetzt irgendwo hoch ist, müssen wir ja irgendwo drüben wieder runter, ne? Ja, ja. Besser, wir könnten hochfahren. Ja, und runterrollen. Das ist das andere. Weg? Ja. Gut, sie fix nochmal. Ich tipp's doch jetzt auch mal. So lange ich ja lange nicht mehr geschoben. Drei nach drei, 15:03. Ja, das habe ich auf das Sehen meiner Kilometer weggekippt. Aber ich habe es auch im Handy da auch. Da war auch Rödelstein auf. Ja, hab's gelesen. Da zwischendrin sind wir jetzt. So, 2 Stunden Wanderzeit, ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit. 15:10 Uhr, ja, sagen wir mal grobe Richtung 3:45 Uhr, ist vielleicht in kurz vor 4 vielleicht in Eschenlohe am Parkplatz. Ja, das war jetzt eine Schinderei darauf. Leck mich am Arsch auf Deutschland. Es gibt mehrere Sachen. Ich habe mal geschaut darauf, und zwar das Problem ist, weil die da im Winter mit der Schneerappen rauf und das hinwalzen. Ja, das ist es. Ja, und der Kollege hat gesagt, wir sind selber schuld, dass wir da raufgeschoben haben. Warum geht es anders? Ja gut, da geht überhaupt kein Weg. Ach so. Wir machen sie auch nicht im Sommer.
Manchmal ist es auch für den Sommer nicht so, gibt es andere Sachen, wo man machen kann, aber da rauf. Das ist schon blöd, ne? Ja, ja, das ist mit dem Rad von der Schnitz. Wir dachten zuerst, wir können geradeaus fahren, schneefreien Gelände, aber da wären wir wieder nach Schlehdorf gekommen. Also müssen wir doch links. Und wieder schieben, schieben, schieben. Wieder viel Schnee. Ja. Ja. Ist es? Ja. Ja, aber schlechte ja, Luft. Ja, so dunstig. Schlechte Luft jetzt. Ja. Wie spät haben wir? 16 Uhr. Ja. Unter uns liegt Eschenlohe. Sind wir auf dem Rückweg. 10 Minuten vielleicht noch, oder? Ja, da drüben ist die Autobahnbrücke. Schauen wir mal, wo wir da her haben. Da ist die Autobahnbrücke. Unser Auto steht. Ich kann nicht mehr näher ranzoomen. Irgendwas Grünes steht da. Aber weh. Jetzt müssen wir noch mal schauen, ob mein Handy, mein Kamera gegangen ist. 49,3 Kilometer. Ja. 10 nach 4, 16 und 10 sind wir. Jetzt sind wir da angekommen. Machen wir uns Reise fertig, dann fahren wir heim. Ein Schluck warme Tee. Jetzt muss ich die Frau Woldern anrufen, wegen der Lasagne dann am Abendessen. Super. Genau, jetzt. So, liebe Bike- und Wanderfreunde, das war der Hammer der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen
Und schauen wir mal, was die nächste Tour uns bringt. Ich hoffe nicht mehr so anstrengend. Michael und ich wünschen euch auch viele Bike- und Wandererlebnisse. Wie gesagt, bleibt gesund und bis zum nächsten Film. Also nochmal, führt euch, servus, euer Michael und Kurt.